Hallo, herzlich willkommen bei diesem 360-Grad-Videoformat. Bei diesem Format könnt ihr jederzeit interaktiv in das Video eingreifen und eure eigene Perspektive wählen. Habt ihr einen PC oder einen Laptop, dann könnt ihr einfach mit der linken Maustaste das Bild greifen und in die Richtung ziehen, die ihr wünscht. Mit dem Handy oder mit dem Tablet bewegt ihr den Bildschirm einfach in die Richtung, in die ihr gucken möchtet. Dieses Videoformat ist unglaublich aufwendig und hat ein irres Datenvolumen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie es euch gefällt, oder gebt mir gerne einfach nur einen Daumen hoch oder aber auch ruhig einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefällt. So habe ich das beste Feedback von euch. Danke. So, jetzt habe ich gewartet, dass ein bisschen Thermik anzog. Das ist hier Likopolje, Kroatien. Heute mal in einem neuen Format. Ja, ihr könnt ja, ich muss erstmal gucken hier. Hinten kommt gerade ein Fliegerkollege den Berg rauf. Ihr könnt mit der Maus beim PC und beim Laptop die Perspektive verändern, indem ihr draufklickt und dann mit der Maus zieht. Mit dem Handy oder mit dem Tablet könnt ihr einfach euch bewegen, mit dem Handy nach oben gucken, nach unten, und so könnt ihr Thermik. Okay. Geh mal vorsichtig in die Thermik hier rein. Hier hinten war sie. Kommt gerade noch ein Fliegerkollege den Berg rauf, sehe ich. Also gehen die Locals auch davon aus, dass hier heute was geht. Ja. Hier ist teilweise recht starke, heftige Thermik. Dieser Thermikbubble hätte ich mich höher tragen lassen können und weiter hinter den Berg. Aber ich bin doch etwas dicht noch an der Bergspitze und das ist mir einfach etwas zu unheimlich. Ich lasse es besser. Gut. Ja, ich bin im Moment auch etwas sprachlos, weil ich diesen Flugberg hier nicht kenne. Dort vorne vor uns diese helle, sehr helle gemähte Wiese. Das ist eigentlich unsere Landewiese. Aha, hier drüben scheint Thermik zu gehen, immer wieder etwas. Okay. So, das ist ein Startplatz. Südwest
So, wir haben es irgendwas um die 12:30. Teilweise ging es da am Berg schon recht heftig thermisch hoch am Startplatz. Ich habe auf eine etwas ruhigere Phase gewartet. Im Moment unten auf die Bäume sehr viel, um zu sehen, wo da was zappelt. Die Thermik teilweise recht hangnah rauf. Jetzt sind da schon zwei Fliegerkollegen, die hier aufgetaucht sind. Ist doch schon mal ein gutes Zeichen. So, da vorne links steht Benny, da hinten ist der Parkplatz, kann man gut parken und dann läuft man hier oben auf dem Kamm durch die Büsche am besten hier vorne hin. Ja, das babbelt hier im Moment noch so den Berg rauf. Ja, das ist hier so. Was ich damit anfangen soll hier. Ich kenne diesen Berg so ganz und gar nicht. Ja. Aber ist das hier klasse? Das sieht doch genial aus, oder? Komm, hier oben müsste sich eigentlich die Thermik immer ein bisschen ablösen, hier an der Kante, an der Waldkante. Da zappeln auch die Bäume. Ja, es ist schon.
unserer Seite vom Berg steht die Sonne noch nicht so lange drauf. Wir haben auch das Problem, dass ich habe mir mal den Temp angeguckt heute Morgen, dass wir vom Tal bis hier rauf nicht viel Temperaturunterschied haben. Die Temperaturkurve geht nahezu senkrecht. Das ist für Thermik immer etwas schwierig. So, darum ist das hier im Moment auch noch immer so ein Geeier, finde ich. Mal geht es etwas rauf, mal geht es etwas runter. Man muss sich hier im Moment so seine Spots suchen. Ja, ich gucke halt immer Ausschau nach Gezappel im Gebüsch. Ah, irgendwie ist hier jetzt aber gerade echt low. Morgen ist viel Wind angesagt. Hier. Na, was ist das hier? Da unten zappelt es noch. Also müsste hier noch was gehen. Das ist hier noch nicht so wirklich konstant. Bei diesen Bedingungen will ich nicht zu hangnah fliegen. Weil wenn man dann so einen kleinen Durchsacker hat wie jetzt. Ja, bin aber weit unten hier. Ich hoffe ja, dass diese beiden Piloten mal gleich in die Luft kommen, weil die sind hier bestimmt schon öfter geflogen. Und dann kennen die nämlich auch die Plätze, wo hier einfach gut Thermik steht. Da unten zappelt wieder was in den Bäumen. Ich habe jetzt hier ganz schön an Höhe verloren. Das ist echt doof. Na komm, hier geht ein bisschen was, oder? Da zappeln die Büsche. Ah, ich komme immer tiefer. Fuck. Brauche ich aber langsam hier echt was, damit ich hier noch wieder... machen kann. Fuck, fuck, fuck. Sieht scheiße aus. Entschuldigung, aber. Ah, ich fliege rüber zu dem anderen Hügel.
Ja, wir haben nicht viel Temperaturunterschied. Das ist das Problem. Jetzt gucke ich mal, ob an diesen Grashügeln hier oder hier draußen irgendwie ein bisschen noch was geht. Das rechts hier von mir ist angegeben beim DHV auf der Startseite. Beim DHV ist das hier unten als Startplatz angegeben, aber das ist da sehr, sehr heftig bewachsen, dieser ganze Hang. Also das ist nicht lustig. Da möchte man eigentlich nicht starten. So, komm, gib mir irgendwas Kleines. Hier, komm, dass ich mich wieder hochkratzen kann. Das ist hier im Moment echt Strafsorgen. Kommen tiefer und tiefer und tiefer. Das sieht echt super scheiße aus. Sehr wechselnde Bedingungen hier, ha? Ja, ich bin schon verdammt tief. Scheiße. Ja, es sieht eigentlich nach Landen aus, ne? Ich habe jetzt hier eigentlich nicht mehr die Hoffnung, wirklich noch. Also da drüben ist eigentlich die Landewiese. Was ist das hier? Komm. Zappelt unter mir. Was ist das hier? Kann man das drehen? Das ist nicht viel hier. Das ist so. Eieiei. Nicht zu weit nach hinten. Auf der Rückseite der Thermik kriegst du sonst eventuell eine verbrutzelt. Das ist hier ein bisschen, streicht dir was hoch, aber. Halbes, nichts Ganzes, ha? Ich glaube, zum Drehen ist das einfach nicht geeignet hier. Aber ich nehme natürlich alles mit. Komm. Ich glaube, das zieht hier nach hinten. Thank you.
Wir haben doch mehr Wind schon bekommen als vorhergesagt. Das ist so eine komische Sache hier. Vielleicht löst sich hier die Thermik über dem Hügel. Hier so und ein bisschen Ruhe da unten im Gebälk. So weit hinterm Hügel wird die Thermik zerreißen, denke ich. Ja, ich hoffe ja, dass eigentlich, wenn die Sonne hier länger drauf steht, einfach mehr Energie hier noch den Hang hochkommt. Ich sorge jetzt einfach das mal hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das mit Eindrehen hier nicht so effektiv ist. Hab jetzt auch wieder gut Höhe bekommen, sehe ich gerade. Bleibt hier jetzt eiskalt. Naja, kalt ist es nicht, ne? Ah, jetzt völlig, jetzt ist weg. Jetzt ist weg, da unten zappelt es auch nicht mehr, okay. Okay. Wo sehe ich was? Wo ist Bewegung? Da drüben. Ich fliege an den Hang zurück. Da unten rechts geht auch, zappelt auch was im Gebüsch. Da zappelt's. Eventuell kriege ich jetzt hier am Hang nochmal wieder was. Wäre ja was, wenn ich mich doch wieder hocharbeiten könnte. Ha? Ich hatte mich eigentlich schon seelisch und moralisch auf Landen eingestellt, kann aber immer noch passieren. Das ist hier sehr inkonstant. Das ist hier so eine ganz eigenartige Chose. Aber hier müsste eigentlich. Aber die zappeln hier unten wie die Sau. Komm, da muss doch was gehen. Komm, 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 komm. Gib mir was. Okay. Eindrehen. Geht hier gerade am Hang etwas rauf. Hier geht was, da unten zappeln die Bäume ganz heftig. Jetzt muss ich meine Steuerleinen gut auf Druck halten. Das kann hier nämlich auch knallen. So wie die da unten sich bewegen, die Bäume. Ist da gerade viel Dampf. Und auch diese Bubble hätte ich wahrscheinlich nutzen können. Aha, okay. Aber so ist das eben. Man ist zum ersten Mal an einem neuen Flugspot und dann ist man doch lieber etwas vorsichtig. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, ich muss gestehen, hatte ich jetzt nicht mehr mit gerechnet, dass ich das schaffe. Aber da sieht man mal wieder,
beharrlich dranbleiben. Beharrlich dranbleiben. Aha, er bleibt eher da drüben. Okay. Heiland. Da hat es mich gerade jetzt voll reingezogen. Na komm. Komm, da drüben ist immer noch was. Hier hinten nicht zu weit hinter die Bäume kommen. Da drüben ist nichts. Bleiben wir hier drüben. Hier bewegt sich wenigstens noch ab und zu was. Die bleiben aber auch eher doch da drüben, die Jungens.
hier darf man gar nicht zu weit rüberfliegen im Moment. Hier rechts von meinem Schatz, die Bäume, die schütteln sich hier gerade. Wow. Es ist eben gar nicht konstant. Ich will dem jetzt nicht direkt vor die Nase fliegen. Okay, er fliegt raus. Ich fliege ihm mal hinterher. Da drüben habe ich vorhin schon mal was bekommen an dem Hügel. Vielleicht klappt es ja wieder. Hier ist das durchaus etwas schwierig. Hier zappeln die Bäume rechts unter mir etwas. Haben sie aufgehört da unten, okay. Könnte aber sein, dass ich die
Bubble hier oben fangen kann vielleicht. Oh, das ist bloß noch das Abgas in Anführungsstrichen. Die Reste. Wenn das so Thermikbubbles sind, die ziehen oft so Schmutz hinter sich her in Anführungsstrichen. Also nur noch so Thermikfetzen, die sie mit hinterherziehen. Ja, hier war ich vorhin schon mal, ne? Hier in dieser Buschgruppe. Aha, guck mal an. Ah, ganz vorsichtig. Bleiben wir mal dran. Vielleicht kann ich mir hier wieder so eine Bubble fangen, wenn ich Glück habe. Schraube ich mich vielleicht wieder hoch. Schmetterling da unten. Hier kam mir auch gerade ein Insekt entgegen geflogen. Schön Piano fliegen, so wenig Steuerdruck wie möglich, um hier bestmöglich alles mitzunehmen. Was macht der andere? Okay. Nein, hier drüben bleiben. Schade, schade, schade. Ach. Jetzt sieht es nach schon wieder nach Landen aus. Ich hoffe, dass hier über dem Wald irgendwie, aber es ist überall, die Luft hat überall die gleiche Temperatur. Das ist schwierig. Einer hat es gut gemacht da oben. Der ist echt. Mal wirklich nach Landen aus. Irgendwie kriege ich hier nichts mehr Vernünftiges. Ja, ich bin mir da nicht ganz schlüssig.
nicht ganz so ruppig. Noch genug Höhe. Ich sauf jetzt hier gnadenlos ab. Ja, also das ist jetzt hier eigentlich, ich denke mal, nicht mehr zu retten. Na gut. Hier über dem Boden kann immer noch alles Mögliche so. Alles klar, mein Schatz. Bis gleich. Naja, gut, sind wir ja doch noch gefliegt heute, wa? Hatte mir das eigentlich etwas besser vorgestellt, muss ich gestehen. Ich wäre gerne da an der Ritsche entlang da drüben und dann da hinten übers Tal gesprungen. Da hinten, wo diese Streifen im Wald sind, da gehen Stromleitungen rüber und dann geht das ungefähr da oben über die Hügelei. Das sind so 3 Kilometern und dann ist dahinter direkt Triball. Da kann man hinfliegen und bei Triball darf man aber nicht weiter rausfliegen. Sonst sind wir da sind wir direkt schon an der Kontrollzone. Sie dulden uns dort. Man kann dann unterhalb von Triball landen gehen. Das ist okay. Das lassen sie uns. Oh, der da hinten hat schön Höhe. Guck mal. Oh, super. Hat er gut gemacht. Hervorragend. Wunderbar. Klasse. Freut mich für ihn. Super. Ja. Ich hoffe, der kurze Flug hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen rauf, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Ja, er kratzt da oben am Hügel. Ja, kann sich vielleicht nochmal hochkratzen. Aber es ist hier unten, es ist überall gleich warm. Die Temperatur ist unten wie oben. Schade. Also nochmal. Tschüss.